Ja, hallo Freunde! So sieht man sich wieder im Real Life. So, der Grund dieses Videos, ich habe ein mysteriöses Paket bekommen. Ohohoho. Ich wandere mal ganz kurz hier rüber und ich stolper fast über das Paket. Denn der Absender, ich zeig das mal hier, Moment. Oh, 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 oh. Das ist das Paket. Muss ich hier nur das hier zuhalten. Komm, Kamera, fokussier endlich. Hallo. Fokus! Alter. Was ist denn los? Was ist denn los? So. Herr Kelebonan. Was könnte in diesem Paket drinnen sein? Ich würde sagen, wir machen das Schmuckstück. Ja, da hinten ist übrigens noch hier der Geigenkoffer. Hier sieht man mich auch mal. Hallo? Ja, ich bin der Typ, der im Winter mit kurzen Hosen rumläuft. Hallo. ich bin fleißig am Üben. So, wie gesagt, wir machen jetzt das Paket. Ja, ich bin diesmal nicht ich bin diesmal nicht barfuß. Hahaha. So, wir machen das Paket jetzt auf. Komm, kein überflüssiges Rumgelaber mehr. Da. Ich bin ganz gehypt. So, dann nehmen wir mal dieses schöne Messer hier und gucken mal, was sich darin verbirgt. Hier ist schon mal offen. Moment, machen wir das wieder zu. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es macht jetzt schon mal Dreck. Alter! Warte mal, was ist das? Für den lieben Otto? Ich lese euch das mal. Verschiebe die Kamera mal kurz. Hält die so? Oh, Moment. Alter, nein, das kann nicht sein. Warte mal, ich lese zuerst mal den Brief vor. Okay. Lieber Otto, ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachtsfest. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie geht es deinen Nachbarn? Reden sie noch mit dir? Du hast doch hoffentlich schon viel auf deiner Geige geübt. Ja, Kille, das habe ich. Ich habe dein YouTube-Video gesehen, als du die Geige bekommen und getestet hast. Als ich deine ganze Gitarrensammlung gesehen habe und mitbekommen habe, wie sehr du an den Gitarren und an der Musik hängst, kam mir eine Idee. Im Sprücheklopfen bin ich jedoch unschlagbar. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch die Gitarre gewonnen. Jedoch bin ich der unmusikalischste Mensch auf dem Planeten. Bei mir würde die Gitarre maximal an der Wand hängen und verstauben. Dafür ist sie aber eindeutig zu schade. Aus diesem Grund möchte ich dir ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen. Bei dir ist die Gitarre in guten Händen. So wie ich die Gitarre vom süßen Bauer Lutz erhalten habe, habe ich sie weitergeschickt. Allerdings habe ich ein wenig besser verpackt als Lutz. Oh, da bin ich mal. Da würde mich mal interessieren, wie Lutz die verpackt hat. Ich hoffe, sie ist heil angekommen. Das werden wir gleich sehen. Lutz und ich wünschen dir viel Spaß mit der Gitarre. PS, sie ist unbezahlbar. Lutz hat sie eigenhändig signiert. Was? Ich warte auf das erste Konzert auf YouTube. Ja, geil. Schöne Grüße. Kille. Hashtag Daisy. PS, das T-Shirt ist aus Lutz' YouTube-Video mit Moondai. Was? Das T-Shirt? Warte mal. Das
Das ist das T-Shirt. Ich glaube, da passt gerade mal ein Arm von mir rein oder so. Warte. Ey, wenn das hier also aufgerissen ist, da kommt man ja gar nicht zurecht. Fleck mich am Arsch. Hallo, hallo. Ich trage das dann mal hier so als Halstuch. Oder lieber so rum. Ne, keine Ahnung. Oder machen wir es so. Kind, du musst genug essen, damit du auch groß und stark wirst. Boah, das macht hier. Und das auch noch auf meinen guten roten Pornoteppich. Da ist es noch eingepackt. Ah, Harley Benton. Ah, okay. Und dies. Da, kann man das hier. Da, wenn es spiegelt, sieht man es hier unten. Ganz leicht. Okay. Da muss man hier wahrscheinlich einiges machen. Hier sind ein bisschen eingedrückt. Ich werde mich drum kümmern. Ich werde mich da drum kümmern. Krass, krass, krass. Ist da noch mehr drinnen? Ist da noch mehr drinnen? Ich glaube nicht. Nee. Alter. Ich werde die Gitarre. So. Ich werde die Gitarre herrichten, ich werde sie pflegen. Sie wird in meiner Sammlung gut aufgehoben sein. Ja, wenn ich sie wieder hergerichtet habe, mache ich ein Video darüber, wie ich damit spiele. Ich danke euch beiden, Lutz und Kille. Alter, jetzt habe ich ja von dem Gewinnspiel den ersten und den zweiten Platz gewonnen. Was heißt gewonnen? Der erste wurde mir zugesendet. Krass. Kille und Lutz, vor allem Kille. Ich komme ein bisschen näher. Vor allem, Kille, ich danke dir vielmals, dass du die Gitarre weitergesendet hast. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin unglaublich dankbar. Dankeschön, Kille. Und Lutz, ich danke dir für das wunderbare Shirt. Danke ich dir auch. Und danke auch dir, Kille, für den Brief. #Daisy. Ja, hallo Freunde, da sind wir wieder hier zurück bei der bei Sauwax Gitarrenshow. Wir sind hier immer noch mit dem Lutz seiner Gitarre beschäftigt, die immer noch hier keine Saiten hat. Der Hebel ist nicht vollständig, noch ein bisschen kaputt. Da kümmert sich mein Vater zurzeit drum, der baut was in der Arbeit, so ein kleines Ding. So, die Teile habe ich zum Glück alle hier. Saiten habe ich hier, werde ich dann auch noch aufziehen. Mit diesen Wirbeldingens hier. Ja, geht einfach einfacher, weil einfach ist. So, natürlich mein Kaffee darf nicht fehlen. Gar kein Kaffee, das ist Kaffeehaag. So, genau, wir wollten uns darum kümmern. Dann schrauben wir hier mal mit meinem Multitool-Werkzeug. Kann man natürlich auch mit verschiedenen Größen, zum Beispiel kann man da arbeiten, hier ist ein bisschen größer oder ein bisschen, ups, ja, auch ausfahrbar ist das, oder ein bisschen runter. Naja, ihr wisst, was ich meine, ich brauche jetzt. Oh, Teleskop, Schlagstock, wenn ich jetzt hier zu heftig mache, dann bricht das Ding noch ab. Und das will ich ja nicht. So, dann kann man nämlich sogar, ist magnetisch, kann man nämlich sogar von weiter Entfernung machen. So. Hab's. Okay, na gut, dann machen wir das mal da dran, ne? Hier.
Dreck. Dreck! Mit den Schrauben hier kann man eigentlich auch nur die Höhe verstellen. Das Ganze wird dann von den Seiten niedergehalten, unterdrückt. Feineinstellungen. Ich schaue jetzt erstmal, ob die Gitarre überhaupt im Groben funktioniert. Alles andere teste ich dann noch später. Okay, dann machen wir uns auf. So. Made in USA. Dann fangen wir mal von unten an mit der hohen E-Seite. Fädeln wir das Ganze mal da durch. Oh, die sind wirklich dünn. Holy shit. So. Okay. Haben wir die schon mal hier? Ich rück mal ein bisschen nach hinten. Alter, die sind wirklich verdammt dünn. Es sind Zehner, ne? Oh, genau. Zehner sind das. So, dann bringen wir den hier noch, den Nippel, in eine aufrechte Position. Das tut man durch Drehen und Kneifen. Ist eine wichtige Lektion, die ihr euch auch fürs Leben merken könnt. Oh. Oh, da fällt mir was ein. Haha. Aha. Scheiße. Haha. Oh. da fehlt ja noch hier vorne das Ding. Gleich wieder da. Das Ding ist jetzt erst mit dem Alten. So. Das fließt ja schon von alleine raus. That's what she said. Jetzt mal nicht zu viel nehmen. Und pressen. Und atmen. Oh, vielleicht sollte ich das hier wieder zumachen, weil sonst da fließt ja immer mehr raus. That's what she said. So, ich habe jetzt die Seite hier auch mal wieder rausgenommen. Nicht, dass ich die noch da festklebe. Bevor ich hier noch was anderes verklebe mit meinen Wichsfingern. Mache ich sie mir mal sauber. No. Nein. Nein. Okay, ich glaube, wir waren zu voreilig. Der Kleber hat noch nicht gehalten. Oh, Kacke. Wieso haben wir das Ding, wenn wir es nicht benutzen? Einfach damit wir es haben. Richtig. Okay. Ganz ruhig. Das war die eine. Ich nehme jetzt nochmal die ganz große, damit wir hier auf beiden Seiten, weil das ja immer noch nicht hundertprozentig fest ist, fädle ich jetzt nochmal die tiefe E-Seite ein. Damit wir auf beiden Seiten so ein bisschen Gewicht haben, bis es nach unten drückt. Von hinten rein einmal durchziehen. Bitte ziehen Sie durch. So, mehr Seiten brauchen wir nicht. Das war's dann. Ja, so. Ciao. Nee. Okay, ganz ruhig. Das klebt immer noch. Drei Kreuze machen, dass es auch so bleibt. Ich bin ja froh, dass das keine Plastikseiten sind, die er mir mitgeschickt hat. So, und dann haben wir auch die letzte Seite schon aufgezogen und dann schauen wir gleich mal, wie sich das Ding spielen lässt. So, ich habe dann hier mal die Gitarre an das
Stimmgerät angeschlossen und dann stimmen wir das Ganze mal. So, schalte ich mal aus, das Stimmgerät. Okay, habe ich jetzt mal durchgestimmt und dann gehen wir mal gleich hier in den Test über. Rein damit und gucken, ob die Gitarre funktioniert und wie sie funktioniert. Funktioniert schon mal. Wer das war, von wem das war.
lässt sich daraus irgendwas machen. Sie funktioniert. Thank you.